Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Revenger. In der letzten Folge haben wir ein paar Enten noch gefunden und wir haben, ich wollte noch was austesten. Und zwar, wenn ich nur mit dem Huhn jetzt dort versuche, die Prinzessin zu befreien, ob wir vielleicht da ganz rechts rüberkommen, und das versuchen wir jetzt. Also, das Huhn ist da links. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt rauscutten soll, weil eigentlich dauert das schon ein bisschen, der Weg dorthin. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich direkt dann da, wo wir die Prinzessin befreien. Und ich muss dann sagen, dass ich bald echt keine Ahnung mehr habe, was wir noch für Enden machen können. Deswegen hoffe ich, dass wir einen guten Lauf noch kriegen. Ansonsten wird vielleicht die nächste oder übernächste Folge sogar schon mit Hilfe. Stimmt, hier komme ich ja nicht. Mit dem Huhn. Mit dem Schwert. Ich weiß gerade gar nicht, wo das hin teleportiert. Ich glaube, nach unten. Wir müssten hier nach oben. Das heißt, ich versuche, den ganzen Berg hoch zu klettern. Okay, auf jeden Fall werde ich jetzt einen Cut machen und dann seht ihr, wenn ich wieder da bin bei der Prinzessin, falls ich dorthin komme. Wenn nicht, sind wir gleich wieder hier am Anfang. Bis gleich. So Leute, wir sind hier direkt jetzt wieder im Schloss, und zwar, habe ich vielleicht, wenn ihr das eh gesehen habt, den Teleporter genommen. Wer ist das schon wieder? Warum kriege ich immer solche Charaktere, die scheiße sind? Liegt es daran, dass ich Bowser getötet habe? Sorry. Ah ne, ich will ja eigentlich nicht da lang. Aber ich muss, glaube ich, hier lang. Genau, ich muss, glaube ich, die Prinzessin von hier aus retten. Damit ich wieder hochkomme. Wisst ihr? Ich will nämlich... auf jeden Fall, ja. Ich möchte die Prinzessin retten, damit wir hier dieses Loch offen ist und wir natürlich runterkleiden können. Hier. Dann gehen wir links lang, klettern übers Dach rüber und versuchen so rüberzukommen. Die Prinzessin hat ja kein Gewicht. Daher ist das kein Problem. Daher sollten wir das alles easy schaffen. Komme ich vielleicht jetzt da darüber? Nee, wir sind viel zu... Wir sinken viel zu sehr ein. Es gibt auch ein Pazifisten-Run. Stimmt. Es gibt auch einen Run, wo wir niemanden wahrscheinlich töten dürfen. Und... das würde ich auch gerne machen. Da wir theoretisch kein Schwert haben, könnten wir das sogar versuchen. Aber erstmal versuchen wir, hier rüber zu kommen. Was steht da? Bitte springen nicht vom Balkon. Also ja. Oh, bitte sage, dass es ausgeht. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich nicht ausgehen. Nee. Das geht sich leider nicht aus. Und wie man zu dieser Person dahin kommt, habe ich leider auch keine Ahnung. Ja, nicht geschafft, schade. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren den Pazifisten-Run aus. Das müsste eigentlich machbar sein. Wir gehen halt wieder übers Dach. Versuchen wir zu fliehen. Ich weiß gerade gar nicht, hier lang? Ja, ich glaube schon hier. Okay, da ist der Amboss, genau. Ah, verdammt. Nee, hier ist dann falsch. Okay.
Ah, aber wir sind jetzt hier runtergejumpt. Ah, verdammt, der Aufzug ist nicht da. Das ist das Problem. Schaffen wir den Jump darüber? Ja. Okay, gut. Okay, ja. Ich überlege, wie wir das machen. Das lag halt, das war halt ein Fehler, weil ich darüber gejumpt bin. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder bei der Prinzessin. Genau, den Teleporter. Was eigentlich nochmal in der Kiste? Mrs. Hux befreit die verborgenen Kräfte der Liebe, verbietet aber die Anwendung von Gewalt. Du erhältst Mrs. Hux. Ah. Können wir sie mit der Liebe erwischen? Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Wir versuchen jetzt erstmal den Pazifisten-Run. Jetzt weiß ich wenigstens, was Mrs. Hux ist. Okay. Oh, das hat funktioniert. Weirdo sprang in die Arme von Rosalina und machte deutlich, wie liebesbedürftig er war. Rosalina entfernte sich und ging mit einem gewöhnlichen Wächter davon, angezogen von seiner überragenden Passivität. Lass uns einfach Freunde sein. Genau. Okay, da haben wir wieder mal ein Ende. Jetzt haben wir 70 von 100. Das heißt, 30 fehlen uns noch, dann haben wir das Spiel komplett durch. Weirdo weinte gerade in seinem Zimmer, als er draußen die Wache über einen anderen entführte Prinzessin rufen hörte. Wird er dieses Mal seine wahre Liebe finden? Warte, ich möchte mich kurz umziehen, weil Weirdo mag ich halt echt nicht sein. Ich möchte Celeste spielen. Und deswegen benennen wir uns auch um. Optionsmenü. Ich glaube, das war hier, genau. Celeste. Falls ihr nicht wisst, wer Celeste ist, ich habe davon auch ein Let's Play gemacht. Und zwar ist das aus, ja, aus dem Spiel Celeste. Und, ja, das könnt ihr auf YouTube sehen. Ich verlinke es euch gerne in die Videobeschreibung, die Playlist davon. Und, ja, Zombie hat davon auch ein Let's Play gemacht. Also, falls ihr von jemandem Größeren das sehen wollt, er hat auch davon ein Let's Play gemacht. Okay, wenn du erhältst Mrs. Hug. Das heißt, wir können jetzt mit Leuten Liebe machen. Wir können jetzt Leute... Kann ich auch den König? Tatsächlich geht das. Celeste sprang in die Arme des Königs und gab ihm einen epischen Kuss. Alle im Raum fühlten sich unbehaglich und unsicher, was sie tun sollten. Sie gingen langsam davon, um dem Monarchen etwas Privatsphäre zu geben. Okay, das ging auch. Jetzt möchte ich noch andere probieren. Ich möchte den Shopkeeper probieren. Ich möchte den Dämonenkönig probieren und Zombro. Also, ah scheiße, jetzt habe ich das nicht gelesen. Aber wenn ich jetzt das Spiel verlasse und wieder reingehe, müsste ja das Ende ja auch sein. Ich guck mal, was da stand. Wir sind auf jeden Fall eine Prinzessin jetzt. Und ja, Königin Celeste war jetzt die Königin des Reiches, aber das bedeutete nicht, dass er seinen guten alten Heldenjob aufgeben konnte. Okay. Gut, also wie gesagt, ich möchte jetzt einige Leute damit ausprobieren. Ich möchte den Dämonenkönig ausprobieren. Ich möchte den, also den Drachen möchte ich ausprobieren, den dunklen Ritter und dem Shopkeeper. Das sind auch die drei, die ich probieren will. Und eine Wache würde ich gerne probieren. Geht auch, okay. Es geht auch mit einer Wache. Königin Celeste sprang in die Arme der Wache.
landete aber auf dem Speer, den er führte. Die Wache bewegte sich keinen Zentimeter, als das Herz von Königin Celeste aufgespießt wurde. Wie professionell. Gebrochenes Herz. Ja. Da fällt mir gerade ein. Kleine lila Süßlinge, vielleicht muss ich mit den lila Süßlingen auch mich verlieben. Irgendwie das Item habe ich komplett übersehen, ne? Ich wusste, irgendein Item könnte ich noch übersehen, weil es so viele Enden noch gibt. Solche kraftvollen Sprungfähigkeiten können manchmal lästig sein. Celeste korrigierte seinen Übereifer und machte sich wieder bereit für das Abenteuer. Aber ich wusste, es wird irgend noch ein Ende geben, irgendeinen Gegenstand noch geben müssen, womit man Enden machen kann. Aber ich wusste halt nicht welches. Aber jetzt weiß ich's. Das hier. Gut, wir haben die Wache, den König und jetzt... Oh, mit den Süßlingen. Let's go. Die glänzenden Augen dieses winzigen Füße... Was? Diese winzigen Füße, diese Schergen, waren zu süß, als dass Celeste ihnen hätte widerstehen können. Leider schadeten sie ihm beim Kontakt schwer, darum war er nicht die beste Idee, sie zu umarmen. Jesus Christ. Allergisch gegen Niedlichkeit. Okay, aber ich glaube, das waren nicht kleine lila Süßlinge. Celeste verbrachte Wochen im Bett, um sich von der brutalen Allergiereaktion zu erholen. Aber diese Schergen waren so süß, das war es absolut wert. Gut. Okay, das heißt, wir probieren jetzt den dunklen Lord. Dafür möchte ich den Teleporter benutzen. Ich weiß gerade nicht, welcher war. Genau, ich glaube, der ging zur Prinzessin. Ja. Ich glaube, mit ihr können wir nicht, mit der Mimik. Doch. Lol. Haben wir gerade die Mimik zerquetscht? Also wir können auch mit dem Mimik. Aber ja. Irgendwie haben wir die Mimik zerquetscht. Genau, hier runter dürfen wir jetzt nicht, weil wir haben nicht die Dings. Hier ist der dunkle Lord. Nach einiger Zeit mit Rosalina bemerkte Celeste, dass er stärkere Gefühle für jemanden anderen hatte. Und Zombro erwiderte diese. Sie lebten glücklich in der dunklen Festung und adoptierten zwei dunkle Kinder und einen dunklen Hund. Ja, dunkle Liebe. Ich wusste, Zombro mag Hunde.
Es ist normal, dass viele Paare Probleme haben, wenn sie zusammenziehen. Celestes Romanze klappte nicht und einige Zeit später war er wieder in seinem schmutzigen kleinen Zuhause. Schade. Okay, wir haben noch den Shopkeeper, den ich gerne probieren möchte. Und genau, den Drachen unten. Ich frage mich, wie ich zum Drachen komme. Dafür brauchen wir auf jeden Fall die Schaufel. Ich glaube, das reicht sogar. Oh, und ich möchte da noch was testen, und zwar unten bei dem Grab. Der, ja. Celeste hörte den Worten des Ältesten zu und begriff schließlich, was sie wirklich bedeuteten. Es war nicht mehr gefährlich, alleine zu gehen. Sexy Bart. Ende 40 von 100. Wie viele haben wir jetzt insgesamt? 75, okay. Das heißt, 25 fehlen uns noch, dann haben wir alles 100%. Auch der Älteste war zu heiß für Celeste. Gleich nachdem er unseren Helden fallen gelassen hatte, ging er mit dem Ladenbesitzer fort. Celeste befand sich wieder allein in seinem kleinen Zuhause. Ah, schade. Aber ich möchte versuchen, jetzt den Ladenbesitzer umzukriegen. Vielleicht hat er doch mehr Lust auf uns. Gibt es sonst noch wen? Wir haben versucht den Mimik, aber der Mimik ist explodiert, nachdem wir eben versucht haben, mit unserer Liebe zu schenken. Wen gibt es denn alles noch? Es gibt den Drachen, es gibt den Shopkeeper. Den Shopkeeper versuchen wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt eigentlich fertig gesagt habe, aber unten ist ja dieser eine Friedhof, wo diese Macher begraben sind. Und da ist ja so ein Stein, wenn du mehrere tötest, glaube ich, passiert da auch irgendwas. Und das würde ich gerne noch gucken, ob wir das eigentlich schon freigeschalten haben. Raus aus meinem Laden, du Bastard. Mach eine falsche Bewegung und bumm. Celeste betrat den Laden mit einem verstörenden Blick und sprang über den Tisch auf den Ladeninhaber. Er packte seinen Nacken, bis es knackte. Dann gründete er einen Gratis-Umarmungs-Shop, damit er seine komplexen Gefühle mit allen Kunden teilen konnte. Erledigt. 12% sind ungefähr so weit gekommen. 11,54%. Celeste hatte es satt, alle zu umarmen und beschloss, sein Leben zu verändern. Zeit für ein neues Abenteuer. Let's go. Wie wir jetzt ganze Zeit Celeste heißen, aber nicht auch schon wie Celeste. Okay. Noch den Drachen umarmen und dann haben wir, glaube ich, alle, die mir gerade so spontan einfallen. Dann würde ich gerne noch einmal versuchen, die Prinzessin zu befreien, ohne jemanden zu töten und sie zurück ins Dorf, also hier hinzuschicken. Und dann haben wir, glaube ich, eh alles. Nein! Stimmt. Mir fällt gerade ein. Wir müssen auch den Stein nochmal ausprobieren. Weil es gab ja eine Herausforderung, die ja irgendwie irgendwas mit dem Stein zu tun hatte, ne? Liebe kennt keine Grenzen. Und da war der Stein dort ganz rechts. Boah, wir werden jetzt mit allen Liebe machen, ohne Scheiß. Okay. Das hätte knapp enden können. So. Und da unten ist der Drache. Und Liebe mit dem Drachen.
Dieser Drache brauchte eindeutig etwas Zuneigung und Celestes Umarmung kam zum richtigen Zeitpunkt. Sie wurden sofort zu BFFs, spielten zusammen und aßen jeden Tag gewalttätige Helden. Dinner für zwei. Oh, Dinner for Two. Es gibt ja diese eine Serie, Dinner for One. Und ich glaube, das sollte eine Anspielung sein darauf. Das Abendessen gestern Abend beim Drachen war fantastisch. Aber Rosalina war immer noch in Gefahr. Beeil dich, Celeste. Ja, wir haben gleich alle lieb gehabt. Wir haben knapp 80%. Das ist nice. Gut, jetzt noch den Stein. Und dann, glaube ich, fällt mir eh keiner mehr ein. Dann haben wir eh, glaube ich, alle. Dann möchte ich Celeste versuchen, Celeste sage ich schon. Dann möchte ich versuchen, die Person zu retten. Rosalina, mir ist der Name kurz entfallen. Möchte ich versuchen, Rosalina zu retten, ohne jemanden zu töten. Und dann müssen wir noch in den Keller gucken. Celeste umarmte Felsblock so fest er konnte. Felsblock war erfreut. Felsblock und Celeste lebten glücklich zusammen, bis Celeste an alter Schwäche starb. Felsblock weinte eine Ewigkeit, bis er vom Wind erodiert wurde. Ich weiß nicht, was erodiert bedeutet. 14 Jahre später. Aus der Liebe von Celeste und Fels wurde ein neuer Held geboren. Oh ja, wir sind ein Fels, der rollt. Wie geil. Ja, dann würde ich sagen, ich versuche jetzt die Prinzessin zu befreien, indem ich ganz einfach hier hochgehe. Also wir versuchen sie ganz normal zu befreien. Aber das cutte ich jetzt nicht raus den Weg, weil brauche ich ja nicht. Geht ja eh schnell. Ich würde auch dann noch gerne bei dem Steg, wo man angelt, nachgucken. Vielleicht kann man da auch noch was machen. Ah, verdammt. Vergessen, wir müssen ja ganz hoch klettern, damit wir darüber kommen. Ich finde es so geil, dass wir einfach ein Felsblock sind, der rollt. Aber dann fällt mir echt langsam nichts mehr ein. Wir haben fast zwar 80 Enden von 100, aber die restlichen Enden sagen mir tatsächlich nicht mehr viel. Wir müssen auch gucken, wie viele Hinweise wir noch haben. Ah, okay, wir haben nur noch 4. Pazifistenlauf, das möchte ich jetzt probieren. Chicken Dinner. Winner, Winner, Chicken Dinner. Erlange die dunkle Macht. Da habe ich auch keine Ahnung, wie das geht. Es könnte einen Weg geben, diese riesige Tür zu umgehen. Ja, ja. Wahrscheinlich ist diese fette Mauer hier gedacht, wo wir zerquetscht worden sind. Wir können auf jeden Fall den Mimik töten. Ich frage mich auch, was das bringt, den Mimik zu töten. Der Mimik ist ja explodiert, leider. Roll, 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 roll. Aber, naja. Roll. Roll. Yes. Du hast Rosalina. Gut. Aber ich glaube, das wird der letzte Versuch sein. Weil ich nehme eh schon ein paar Minuten auf. Und dann gucken wir nächste Folge weiter, ob wir noch was finden. Und wenn wir dann nichts mehr finden sollten, werde ich, glaube ich, dann sogar mit YouTube versuchen, die restlichen Enden zu suchen. Also noch eine und zwei, also wahrscheinlich
diese und noch eine Folge ohne, ja, ohne Hilfe und danach wahrscheinlich eher mit Hilfe, weil ich dann selbst nicht mehr genau weiß, was es sonst noch alles gibt. Aber da werden wir ja dann sehen. Oh, da ist auch eine Person, die können wir aber gerade nicht retten. Sorry. Wir müssen versuchen, einen Pazifisten-Run zu machen. Müssen wir da unten lang. Genau, da ist zu. Hier, damit will ich auch gerne gucken. Vielleicht können wir da auch noch mit jemandem Spaß haben. Mit so einem Piranha. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Vielleicht haben wir auch hier irgendwo noch ein Ende übersehen oder so. Oh, vielleicht können wir sogar die Prinzessin den Drachen ins Gesicht werfen. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Komme ich denn hier hin? Komme ich hier? Ja, okay, gut. Ach, da ist ein Felsblock. Schon krass, wie hier alles einfach in Schutt und Asche geworfen ist. Nur weil wir die Prinzessin gerettet haben. So, aber wir haben niemanden getötet. Mal gucken. Nach all den Jahren, die Rosalina in einem Verlies verrottet war, war Rosalina nicht das nette kleine Mädchen, an das sich alle erinnerten. Sie sperrte den König ein und übernahm die Kontrolle über die Armee, versklavte alle und befahl ihnen, eine prächtige goldene Statue von ihr zu machen. Nee, aber das ist nicht das, was ich eigentlich erhofft habe, und zwar Pazifisten-Run. Was ist der Pazifisten-Run dann? Da habe ich keine Ahnung. Okay. Na gut, aber ich würde sagen, ich mache hier dann einen Cut und dann gucken wir uns in der nächsten Folge. Ja, schauen wir, dass wir in der nächsten Folge weitere Enden finden. Uns fehlen nur noch 22 Enden, dann haben wir alles auf 100%. Und ja, dann bis zu einer weiteren Folge von Revenger. Ciao.